Ja, schönen guten Tag erstmal. Mein Name ist Mario. Vielleicht haben einige auch schon das Video gesehen, was der Andreas in Appenzell gemacht hat. An dieser Stelle möchte ich direkt die Gelegenheit nutzen und mich mal bei den Schweizern bedanken. Ich bin immer sehr freundlich hier aufgenommen worden. Ich habe mehr Schlafplätze angeboten gekriegt, als ich Nächte hier verbringen kann. Und die Einladungen zum Essen, die reichen eigentlich schon fast bis ins Mitte nächsten Jahres. Die kann ich auch nicht alle wahrnehmen. Also es war ein sehr herzlicher, ein sehr freundlicher Empfang hier in der Schweiz. Und ich bin wirklich überrascht darüber, wie offen die Schweizer auch Themen sind, für die man in unserer Gesellschaft entweder als Spinner oder als Verschwörungstheoretiker, ja, herabgestuft wird, beleidigt wird, ich weiß es nicht. Ich selbst nenne mich nicht mehr Verschwörungstheoretiker und fühle mich auch nicht mehr angesprochen. Ich bin Verschwörungspraktiker. Also ich bin über diesen Schritt schon hinaus. Ich betreibe das nicht mehr als Theorie, sondern ich lebe das mittlerweile. Und ich werde mit Sicherheit einigen jetzt vergessen haben zu danken. Auch hier diese Location, die ist einfach wundervoll. Es macht einfach Spaß, hier zu stehen, Sie vor dem Grün sitzen zu sehen. So wie es eigentlich früher bei unseren Ahnen gewesen ist. Wir haben im Kreis gesessen, in der Mitte hatten wir ein Feuer und unsere alten Geschichten sind mündlich weitergegeben worden. Und die Geschichten sind uns und den Kindern am Lagerfeuer so oft erzählt worden, weil das unsere History, unsere Geschichte war, bis die Kinder groß wurden und diese Geschichten Wort für Wort den nächsten Generationen Heranwachsenden am Lagerfeuer erzählt wurde. So ist lange, lange Zeit unser Wissen von Mensch zu Mensch weitergegeben worden. Und genau da möchte ich jetzt ansetzen, weil dieses Wissen, von diesem Wissen hat man uns quasi abgetrennt, damit wir heute manche Dinge einfach nicht mehr verstehen. Und da möchte ich beim Heino kurz, der hatte angefangen mit dem Song vom Reinhard May, diese eine Stelle, die mich besonders, ja, wie soll ich sagen, fasziniert hat. Wir sollen lernen zu verstehen, was sie wirklich sagen. Wir konnten es verstehen. Aber durch einen einfachen Trick schaffen die es, uns seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden, zu täuschen. Und zwar ist es der Trick des Spiegelns. Ein ganz kleines Beispiel. Obama stellt sich in die Öffentlichkeit und sagt, wir werden Frieden machen. Die Verspiegelung von Frieden wäre Krieg. Ist er vielleicht deswegen 10 Tage später in Afghanistan einmarschiert? Er hat es uns gesagt. Wir werden Frieden machen. Nur mit welchen Mitteln der Frieden machen wird, das hat er uns nicht gesagt. Im Grunde genommen hat er gesagt, wir werden Krieg machen. Ich habe jetzt einfach mal hier einige Sachen rausgesucht, die uns eigentlich einen Hinweis geben. Wir können überall quasi nachschauen und überall haben Künstler, Menschen, die eine Erkenntnis gewonnen haben, uns darauf hingewiesen. Da ist zum Beispiel Da Vinci. Da Vinci schrieb seine Notizen in Spiegelschrift. Wenn wir darüber Berichte sehen, wird meistens gesagt, er wollte verhindern, dass jemand seine Notizen lesen kann. Wer kann Spiegelschrift nicht lesen? Da guckt man drauf, vielleicht 30 Sekunden, dann erkennt man, dass es nur eine Spiegelschrift ist, dass es nur andersrum geschrieben ist. Meine Theorie ist, Da Vinci wollte nicht verhindern, dass jemand seine Notizen lesen kann. Er wollte, dass wir einen Spiegel anlegen. Und das in allen Bereichen, ob es die Religion ist, ob es die Politik ist oder ob es auch unser eigenes Leben betrifft. Das fällt dann auch auf, zum Beispiel bei Grimms Märchen, denn dort kann man die Wahrheit nur durch den Spiegel erkennen. Und das auch in den Mythologien, hier habe ich mir jetzt mal für den griechischen Teil von Methusalem entschieden. Und auch dort war es so, dass wir die Realität nur durch dieses Schild, was sich gespiegelt hat, die Medusa eigentlich sehen können. Eigentlich nur ein Symbol dafür, dass wir die Realität nicht
direkt anschauen können und sie erkennen. Wir müssen eine Spiegelung vornehmen. Genau das, was ich gerade bei Bush und der Aussage von ihm berichtet habe. Frieden ist Krieg, Krieg ist Frieden. Wenn sich ein Politiker vorne hinstellt und sagt, er ist um eine friedliche Lösung bemüht, dann bekomme ich quasi ein bisschen Angst. Selbst in der Bibel werden wir darauf hingewiesen. Jesaja 5,20, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse heißen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Nichts anderes steht da, nehmt euch vor den Menschen in Acht, die euch die Realität spiegeln. Und dann habe ich mir mal so ein paar alte Sprachen angeguckt, ich habe mich mal ein bisschen in Europa umgeschaut, ich habe dann die Sache immer weitergezogen, bin bis nach Asien gekommen und ich habe ganz seltsame Übereinstimmungen in den Sprachen gefunden. Wir können hier unten, ich weiß nicht, ob es deutlich zu sehen ist, das Vaterunser in Gotisch sehen. Eigentlich müsste da Ata stehen, irgendwie haben wir da ein Übermittlungsproblem. Es geht aber jetzt auch nicht um den ganzen Satz. Wir können quasi feststellen, schauen Sie sich mal das gotische U an, wie es sich dann im Altdeutschen spiegelt und dann im Hochdeutschen quasi bestehen bleibt, als Spiegelung zum Gotischen. Das können wir nicht nur hier erkennen, das können wir auch hier erkennen, weil das ist ja wohl als A zu erkennen und wird auch hier bei Ata als A ausgesprochen. Dieses A dreht sich, wird hier erst klein geschrieben und dann dreht es sich zu dem E. Und bei meinen Recherchen mit diesen Schriften und in andere Schriften, ich bin ins Französische, ich bin ins Spanische, ich bin im Griechischen, ich bin im Russischen, im Polnischen gewesen, ja selbst bis ins Asiatische, ins Japanische, habe ich immer wieder dieselben Regeln gefunden. Das hat mir dann irgendwann als Beweise gereicht. Wir bekommen gleich noch einige Beispiele aus anderen Schriften und anderen Sprachen, und um zu erkennen, wir haben wohl mal eine Sprache gehabt. Weil es ist ein System dahinter, wie eine neue Sprache konstruiert. Ich sage extra konstruiert, nicht entwickelt wie die Leute, die uns quasi von den Universitäten als Professoren und Doktoren, die immer von Entwicklung der Sprache sprechen. Wir brauchen 10 Regeln, um in alle Sprachen dieser Welt zu kommen. Man hat sie nur weiter stilisiert, sodass man quasi aus den lateinischen Buchstaben, und da beziehe ich mich auf Landmann, vielleicht kennt ihn schon, Eberhard Landmann, vielleicht kennt ihn der eine oder andere schon, der hat das Altdeutsche unter anderem in den Maya-Schriften, in den ägyptischen Hieroglyphen und in der chinesischen Schrift bis zum 8. Jahrhundert nachgewiesen. Können wir mal gehen. Und um auf diese Regeln, diese 10 Regeln, die ich gerade angesprochen habe, einmal einzugehen, habe ich mal ein paar Beispiele hier aus dem Englischen. Eine der Regeln ist zum Beispiel, dass Buchstaben innerhalb des Alphabets um eine Stelle verrückt werden. Wenn wir uns das Wort Water anschauen, steht vor dem T im Alphabet das S und wir sind im Deutschen. Wenn wir uns das S für die anschauen, dann müssen wir hier nur berücksichtigen, dass T eigentlich derselbe Buchstabe ist wie D, denn Deutschland wurde früher mit T geschrieben. Deutschland. Wahrscheinlich eine Ableitung von den Teutonen. Und dann haben wir nämlich hier das D stehen, neben dem H, nach dem H im Alphabet kommt das I und dann steht da die. Genau das Wort, was es wieder im Deutschen bedeutet. Und das ist bei Fuß, bei Street und bei Is. Es ist überall eine gewisse Systematik drin. Eins meiner Lieblingswörter ist dieses Wort aus dem Englischen, R. Das heißt im Deutschen bis. Nehmen wir das A und daneben steht das B, das R, da steht das S. Und neben den A, E, I steht das E neben dem I. Also habe ich da BSI stehen. Und dann kommen die Regel, deswegen heißt dieser Vortrag ja auch Anagramme.
Und das wird uns oft in gewissen Filmen gezeigt. Viele Künstler benutzten Anagramme, um gewisse Dinge zu verstecken. Wenn ich dieses BSI einfach die letzten beiden Buchstaben anagrammiere, die tauschen einfach nur die Plätze, dann bin ich im deutschen Wort bis. Und wenn ich da jetzt einen Spiegel anlege, dann komme ich auf das deutsche Wort sind, die zweite Bedeutung dieses, dieses Wort A. Ich brauche nur ein Buchstabe dazu machen, das N, denn wenn ich es spiegel, wird aus dem B automatisch ein D für sind. Das S steckt eh drin, das I steckt drin im Biss und dieses B wird wiederum gespiegelt zum D und ich habe quasi rückwärts bis auf das N das Wort sind da stehen. Und das ist auch genau das, was es im Englischen bedeutet. Normalerweise müsste ich jetzt einen Flipchart haben, aber vielleicht kann man mir auch so folgen. Wenn wir uns das Wort Flower angucken, dann sehen wir erstmal überhaupt keine Verbindung zu der Blume. Nehmen wir aber einfach mal das W und spiegeln das. Ich brauche ja nicht mit dem Finger zeigen. Wenn wir das W spiegeln, dann haben wir schon mal, wenn wir die Mitte jetzt lesen, Lome da stehen. Das O steht im Alphabet oder vielmehr bei den hier direkt daneben. Kann also quasi auf U gerutscht, dann steht da schon mal Lume, Flumer. Ein Buchstabe dazu nehmen, wie bei sind, geht natürlich auch in die andere Richtung. So kann ich einen Buchstaben wegnehmen. So nehme ich also das R weg. Und dann steht von da bis da schon mal Lume. Und das geht auch bei dem Tower. Das B ist quasi die halbe Form des Bs. Das ist der Teil, den wir nicht sehen, der Teil, der quasi nicht offensichtlich ist für uns. Wir schauen nur auf die Oberfläche, aber darunter steckt eigentlich noch ein B. Und das kann man aus dem Englischen sehr schön sehen, wenn wir uns diesen Buchstaben anschauen. Der heißt nämlich im Englischen W. Das W gibt es gar nicht. Es ist einfach aus zweimal V zusammengestellt worden. Und dieses Halbieren eines Buchstaben kann ich auch hier anwenden. Quasi mit einem Schrägstrich teile ich das B zu einem F und kann so eine neue Sprache konstruieren. Wenn Sie die Regeln jetzt bei Tower oder Wonder anwenden, werden Sie immer wieder auf das Deutsche kommen. Nichts großartig machen. Wir brauchen keine Vokabeln lernen, stundenlang pauken. Die 10 Regeln werde ich Ihnen gleich zeigen. Wenn wir mit der Schrift einigermaßen durchkommen, dass Goethe diese Regeln in seinem Werk Faust versteckt hat. Aber auch da sehen wir quasi nur die Oberfläche. Ich hoffe, dass ich es heute schaffe, bei einigen Menschen den Blickwinkel etwas zu ändern, dass wir auch mal ein bisschen unter dieser Oberfläche schauen können. Was eigentlich da ist, wenn wir den Vorhang wegnehmen. Die Sprache soll eins gewesen sein, dann finden wir auch in der Bibel den Hinweis, dass es mal so war. Ach nein, da bin ich noch gar nicht. Entschuldigung, ich bin ein bisschen schneller gewesen. Ich bin gerade noch dabei, dass gewisse Regeln auch in der Bibel benutzt werden und nicht von irgendjemandem. Gott wendet diese Regeln an. Und nämlich, als er zu Abraham sagt, ab heute ist dein Name Abraham. Was hat er gemacht? Er hat ein H eingebaut und um eine neue Sprache zu konstruieren, darf ich die Buchstaben ruhig doppeln. Weil es soll ja verschleiert werden, dass sie eine Verbindung zu einer anderen Sprache haben. Und genau das macht Gott hier. Er doppelt das A und baut ein H ein. Und wenn wir das jetzt, was Gott in die eine Richtung gemacht hat, verlängern, in die andere Richtung machen, wieder zurückkürzen, zum Ursprung gehen, da habe ich als Beispiel das Wort weather gewählt, was im Englischen Wetter heißt. Und genau das machen wir. Wir spiegeln das A. Wenn ich das drehe, habe ich ein Doppel-E. Das brauche ich quasi nicht. Ja? Das H ist eingebaut von Gott. Dann nehme ich das H mal raus und dann steht da im Anfang schon mal Wetter. Und schon bin ich wieder im Deutschen, ja, das doppelte E raus. Gott darf Buchstaben doppeln. Ich nehme die Freiheit raus, ich tue das auch, das mache ich dann an dem Punkt. Ich doppel das und ich habe die deutsche Sprache konstruiert.
Da haben wir jetzt noch ein paar, paar sprachliche Beispiele aus dem Englischen. Da möchte ich jetzt nur auf Table für Tisch eingehen. Da müssen wir ein bisschen um die Ecke denken, weil Table kommt nicht vom Tisch. Das ist das, was man uns in der Schule lernt. Table kommt nämlich von Tafel. Früher hieß es, nimm Platz an meine Tafel und nicht an meinem Tisch. Und auch hier können wir genau die Regeln erkennen. Die letzten beiden Buchstaben werden anagrammiert und F und B hatte ich gerade bei Blume und Flower. Na, ich dachte, das Winken galt mir. Nein. auf das zweite, das ist hier. K für Auto. Wir haben früher Karre gesagt, wir hatten ja gar keine Autos. Das war die Karre. Und von da ist quasi das K abgeleitet worden. Jetzt könnte man sagen, das ist auch schon als Einwand gekommen, das Englische ist ja schon nachgewiesen, dass das mit dem Deutschen verbunden ist. Ja, aber das passiert genau die gleichen Regeln, kommen sie quasi ins Französische, ins Spanische, ins Italienische und die anderen Sprachen, die ich vorhin schon genannt habe. Haben wir noch etwas Interessantes hier? Ah ja, da haben wir nochmal von wegen das W und das M. Bei Tower, bei Flower und bei With. Wir nehmen das H raus, was Gott eingebaut hat. Wir drehen das W und wir sind wieder im deutschen Wort mit. Ein bisschen um die Ecke gedacht. Big steht bei uns für groß. Gehen wir aber dann von riesig aus, dann kommt dasselbe, was wir mit den Buchstaben haben. Ein halber Buchstabe reicht. Auch ein halbes Wort reicht. Weil wenn wir nicht die ersten drei Buchstaben wegnehmen, dann steht da big. Das hier, das gehört da doch, ist auch wieder Altdeutsch, Friedu Vater. Dann kommen wir quasi dahin ins Hochdeutsche, da wird dann angefangen zu drehen. Und wenn wir hier zum Beispiel Friedu, Warte anfangen zu stehen, dann steht da schon mal Frieden, Warte und dann wird es die Friedenswarte. Die Friedenswarte ist heute in Deutschland die Bismarck-Warte und wurde früher Jerusalem genannt. Zu Jerusalem und Bethlehem kommen wir auch noch. Gehen wir mal ins Spanische. Casa, Haus. S und A tauschen die Plätze, A rutscht zum U, weil wir bei A, E, I, O, U im Kreis denken müssen. Wir fangen quasi, wenn wir hinten beim U gekommen sind, automatisch wieder mit dem A an. Weil alles ist ein Kreislauf. Man schreibt es uns nur in einer Linie auf. Wenn wir aber die Sache biegen, dann steht das U wieder neben dem A. Und da im Deutschen grundsätzlich, es gibt glaube ich im Deutschen kein Wort, wenn es nicht verenglischt wurde, wo neben dem C nicht das H steht. Und wenn ich das dann quasi mache, hier ein H einbauen, die beiden tausche, das A zum U rutschen lasse, nach den Regeln, die ich gerade gezeigt habe, komme ich automatisch ins deutsche Haus. Hiermit, die Buchstaben stecken alle drin. B, A, L. Kurz dran denken, wir dürfen im Alphabet eine Stelle rutschen. L, M. Floor, da können wir uns ja aus dem Englischen, es ist eine Verkürzung. Hier können wir schön sehen, dass A und E in Verbindung stehen und jederzeit gedreht werden können. Vielleicht kennt einer von Ihnen alte Bücher. Wenn man die aufschlägt, dann sieht man noch die alte Schreibweise vom A oder E. Das ist nämlich immer das große A mit den drei Strichen an der Seite vom E. Also A und E zusammen in einem Buchstaben mehr oder weniger in alten Büchern. Wir haben hier dann einige Beispiele aus dem Französischen. Auch hier das U, das R, das T steht in Turm drin. Dann kommen wir, haben wir eigentlich nur das O, womit wir zum L kommen müssen. Und daher verhält es sich jetzt folgendermaßen. L, M, N, O. Das N ist quasi dem M gleichgesetzt. Weil es ist ja auch nur wie beim W. Also kann das auch als ein Buchstabe gezählt werden. Und deswegen kommen wir hier direkt von, hier waren wir, von diesem O auf das M.
manche Sachen mit Sicherheit nicht so leicht nachzuvollziehen, aber vielleicht wird es ein bisschen deutlicher. Wir haben das Niederländische. Gleichklang wie bei D und T gibt es auch bei zum Beispiel G und K. Was haben die Niederländer in ihrer Sprache gemacht? Sie haben dieses E zum I rutschen lassen. Ja? Und G und K und C haben eine gewisse Verbindung. Weil das C ist quasi der Vorläufer des Ks. Weil wenn man sich das K genau anguckt, dann steckt das alte C da drin. Dieses Dreieck, was nur so zur Seite gemacht wurde. In der alten Schreibweise. Heute wird diese Schreibweise teilweise schon wieder von großen Werbeagenturen oder gerade in der Musikszene, um Musikcovers zu gestalten, wieder genutzt. Das heißt also, man führt uns langsam auch wieder zurück dazu, nur wir realisieren das nicht mehr, dass man uns quasi langsam wieder in diese alten Zeichen und Symbole einführt. Deswegen tauchen auch jetzt überall alte Zeichen wie Pyramiden auf, alte Symbole, die wir schon lange nicht mehr benutzt haben, werden als Modeerscheinungen verkauft. So erkennt man vielleicht auch nicht die Verbindung, wie wichtig die Sachen sind. Nee, da. Hier haben wir jetzt ein Beispiel, wofür ich mich jetzt entschuldige bei den Frauen hier. Wenn ich zu einer Frau sage, holde Maid oder schöne Maid, dann hält sie das für ein Kompliment. Würde ich zu ihr sagen, ey, holdes Weib, würde ich wahrscheinlich eine Ohrfeige kriegen. Aber im Grunde genommen ist Maid und Weib ein und dasselbe Wort. Wir drehen das W, wir drehen das E, wir drehen das D. Weib. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit Reinhard May. Wir müssen wieder lernen zu verstehen, was sie wirklich sagen. Und ich finde das ein schönes Beispiel dafür, wie man eigentlich versucht, die Frau herabzustufen, das Weibliche eigentlich herabzustufen. Deswegen wird in der Bibel zum Beispiel eine Frau namens Maria von Magdala als Hure abgestempelt, als Dirne. Wissen Sie, was das Interessante ist? Wenn Sie als das Wort Dirne im Altdeutschen suchen, finden Sie auch den Begriff heilige Jungfrau. Wie sagte Professor Veit, Geschichte ist so viel interessanter als das, was da draußen mit Politik passiert. Ich möchte noch kurz dabei bleiben, um zu belegen, wie das Weibliche eigentlich ausradiert werden soll aus der Sprache. Schauen wir uns mal das Wort aus dem Englischen an. Woman. Wir haben gerade gelernt, das W kann das M sein. Das ist das erste Mal, dass man um die Ecke denken muss. Das zweite Mal wäre jetzt, das M zum N rutschen zu lassen, weil es im Alphabet daneben steht. Und dann steht da, no man. Es gibt überhaupt keinen Begriff im Englischen für die Frau. Es gibt nur den Mann und kein Mann. Das ist Degradierung. Kann ich nichts für. Wenn man das Gleiche zum Beispiel im Orient anwendet, bei zum Beispiel dem Gründer des Islams oder der Muslime, Mohammed. Welches ist die höchste Regel im Islam? Kein Schweinefleisch essen. Mohammed kann auch ausgedrückt werden mit no ham eat. Im Namen steckt eigentlich die höchste Regel des Islams. Kein Schweinefleisch essen. Und da diese Sprachen verbunden sind, kann man auch springen. Das Englische und das Deutsche sind auf jeden Fall verbunden. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Und deswegen kann ich quasi auch von dem Orientalischen ins Englische springen. Da gibt es dann auch von Deutschen komme ich ins Orientalische. Wenn wir uns das Wort Harem angucken und jetzt die zwei, drei Regeln, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, anwenden, dann überlegen wir mal, im Harem hält sich einer der Scheichs Frauen.
Der hält die sich da bereit für, falls er Bock auf eine hat. Und weil der so viel Kohle hat, kann der sich erlauben, diese Prostituierten die ganze Zeit dort festzuhalten für Verköstigung und Unterkunft. Und deswegen, wenn wir das Wort Harem nehmen, das M zum N wechseln, das A zum U machen, dann steht da Huren. Es wird uns nur anders verkauft. Ein Harem ist was Tolles. Und wenn ich als Scheich, als Führer da unten quasi es schaffe, dem Volke noch Geld abzunehmen, dann kommen die Frauen sogar freiwillig da rein. Die wollen dann in den goldenen Käfig. Da gibt es Essen, da wird man gebadet, da wird man behandelt wie eine Prinzessin und man muss nur darauf warten, dass der große Stecher mal Bock hat. Aber da sie da unten das natürlich nicht Hurenhaus nennen konnten, hat man es Haremhaus genannt. Die Verbindung zum Orient, die ist für manche Mitteleuropäer wahrscheinlich sehr schwer nachzuvollziehen. Aber ein ganz kleines Beispiel möchte ich geben. Bevor die Prussen, die Preußen, Preußen genannt wurden, nannte man die Prussen. Davor nannte man die Prussia und davor nannte man die Prassen. Und dann gucken wir mal auf die große Völkerwanderung vor 6000 Jahren, die ist belegt, geschichtlich, über 500.000 Menschen marschieren aus Nordeuropa in den Mittleren Osten. Kriege brauchten die nicht zur damaligen Zeit. Da gab es keinen. Da gab es niemanden. Die Prassen sind quasi oben vom Polen, ich mache jetzt einfach mal so, runter in den Mittleren Osten gegangen. Und um diese Spur zu verwischen, hat man genau diesen Verdrehungstrick der Buchstaben angewandt. Weil wenn man einen fragt, wer hat denn eigentlich den Orient oder Persien und so gegründet, dann kriegt man gesagt, ja, das waren die Parsen. Man hat nur das A und das R von Prassen umgedreht, wo später nachher Prussia raus wurde. Und die weitere Teilung war dann, weil wir ein unheimlich großes Volk waren, die weitere Teilung war dann von Prussia in Russia und dann in Preußen. Deswegen steckt das Wort Russia ja in Prussia drin. Und so hat man uns quasi immer wieder neue Namen gegeben, um die dann quasi wieder zu teilen, um zu verhindern, dass wir erkennen, welch großes Volk wir einmal waren. Das Gebiet, was ich bis jetzt ausgemacht habe, geht von den Pyrenäen, oberhalb der Alpen, bis hin zu dem Ural. Und wenn wir so weit kommen, werde ich Ihnen heute wahrscheinlich noch belegen, dass das geweihte und heilige Land ist, von dem alle reden. Ja, Frühstück, Breakfast, dazu möchte ich nur ganz kurz etwas sagen. Bei Breakfast auf Frühstück kommen, geht. Ist nämlich ganz einfach eigentlich, man teilt erstmal Breakfast, weil Breakfast heißt nichts anderes wie Fasten brechen. Und wenn ich 10 Stunden geschlafen habe, dann habe ich gefastet. Und die erste Mahlzeit morgens ist das Fastenbrechen. Und deswegen heißt es im Englisch Break Fast oder umgedreht Fast Break. Und wenn Sie jetzt daraus 2 Wörter machen, haben wir das irgendwo? Nee, ich habe es hier auf die einfache Art. Wenn Sie dann die beiden auch daraus 2 Wörter machen, Break und Fast, dann die ersten beiden Buchstaben tauschen und die letzten beiden aus dem Buchstaben, dann werden Sie sich mit Erstaunen feststellen, dass schon fast Frühstück da steht. Das geht dann natürlich hier hinten, das B muss zum A rutschen, man muss noch einen Schritt weitergehen, das A dreht sich dann zum E und dann haben wir nämlich Doppel-E und Doppel-E kennen wir auch aus dem Englischen von Green, das wird im Deutschen Ü. Und deswegen kommt man dann quasi dahin. Dafür hätte ich jetzt normalerweise meinen Flipchart gebraucht. Vielleicht muss ich das dann in dem Bereich mal ein bisschen ausführlicher machen. Aber Sie können mir da ruhig glauben, es funktioniert. Ich muss nichts lernen an Vokabeln. Ich brauche nur, ich glaube für dieses Wort, 4 Regeln. Und schon kann ich durch die Umstellung, Untereinanderschreibung dieses Wort ins Deutsche übersetzen. Und dann hatte ich ich hatte im Internet aufgrund dieser Sachen, die ich da auch reingestellt habe, Kontakt mit einem
jungen Mann aus Griechenland bekommen. Wir haben das im Griechischen überprüft und er war auch total perplex, dass ich Wörter aus dem Griechischen ganz einfach mit dieser Technik ins Deutsche zurückverwandeln kann. Und dann kam er mir und hatte gedacht, okay, kennst du die Sprache Lagan? Lagan, nie gehört. Hat von Ihnen einer irgendwann mal was von Lagan gehört? Okay, es ist eine alte Sprache, die gar nicht mehr groß bekannt ist. Aber in dieser Sprache wurde auch der Gott Zeus benannt und der wurde in dieser Sprache Zar genannt. Einfach nur, wo haben wir es? Da. Z-A. Ich habe einmal drauf geguckt, er sagte mir natürlich, dass es Zeus ist. Ja, ich sage, steht doch Zeus. Da kommt dann nämlich wieder diese Spiegelung. Wenn ich Z-A spiegel, dann heißt das Z-A-A-Z, wenn der Spiegel in der Mitte ist. Das A wird zum E, das A wird zum U und Z und S. Ist jemand aus Polen hier? Keiner mit polnischen Sprachen. Alles, was wir mit S schreiben, schreiben die Polen mit Z. Also gibt es zwischen dem S und dem Z auch eine Verbindung. Und deswegen steht da dann quasi Zeus, auch wenn da nur zwei Buchstaben stehen. Und von diesen kurzen Sachen hat man uns weggebracht und die Wörter länger werden lassen, damit es für uns immer komplizierter wird. Dazu packt man dann noch Rechtschreibreformen, dass die Oma mir nicht mehr helfen kann als Enkelkind, weil die das ganz anders gelernt hat. Und aufgrund dessen, dass sie jetzt natürlich irgendwann mal sagt, hey, ich bin jetzt 70 Jahre, ich fange doch nicht jetzt noch an, die Rechtschreibreform mir nochmal in den Kopf zu hauen, ja, verhindert man, dass die Generationen übereinander noch gut zusammenarbeiten können. Jetzt wollte ich schon fast weitergehen. Hier unten ist, glaube ich, ein Fehler unterlaufen. Perro, ich weiß nicht, ob er dem Spanischen oder dem Italienischen war, ist auch völlig egal. Für mich gibt es diese Grenzen nicht mehr. Die Grenzen, die wir heute sehen, wo wir unseren Ausweis zeigen müssen, ja, die sind für mich materiell, aber ich habe diese Grenzen in meinem Kopf ausgeschaltet. Weil ich einfach erkannt habe, wir hatten eine Sprache, wir müssen eine Sprache gehabt haben. Sonst würden wir nämlich nicht in der Bibel den folgenden Satz finden. Seht an, sie können nun alles erreichen. Lasst uns auf die Erde fahren und die Sprache der Menschen verwirren, sodass der eine den anderen nicht mehr verstehen kann. Und auch diese Aussage ist von Göttern getroffen worden. Göttern, denen wir wahrscheinlich heute huldigen, ob nun in der Moschee, ob nun in der Kirche oder in der Synagoge. Die Religionen sind uns nur gegeben worden, um uns zu teilen. Es ist eine Illusion. Auch bekannt als der Film Die Matrix. Alles ist eigentlich aufgebaut und solange die Leute nur auf die Mattscheibe gucken und nicht mal den Blickwinkel ändern, um zu gucken, was geht denn dahinter eigentlich ab, wird man niemals in die Tiefe kommen, man wird immer nur an der Oberfläche bleiben. Um das noch eben zu belegen, was ich gerade über das Griechische gesagt habe, das Griechische und Russische, da müssen wir nämlich rückwärts denken, auch diese Regel hat Goethe in seinem Gedicht Das Hexen einmal eins versteckt. Und zwar das bekannte Wort, was in letzter Zeit durch die Presse gegangen ist in Bezug auf Griechenland, ist glaube ich jetzt so zwei Monate her, zwei Okshi. Okay. L-M-N, das X zeigt eigentlich schon an, dass es nicht dahin gehört. Man könnte es aber auch anders machen. Ich könnte dieses O zum N rutschen lassen und das X nach hinten schieben, dann steht da nix. Ist nix eine Verneinung? Also nix ist für mich schon eine Verneinung. Andersrum kann ich machen, das X auch einfach rausnehmen, weil ich darf ja einen Buchstabe rausnehmen. Dann spiegel ich dieses Wort wieder und dann steht da N-I-I-N. Das I steht neben dem E, nein. Und schon haben wir Griechisch. Wenn wir uns das Gegenteilwort angucken vom Griechischen Nein, dann sind wir bei Nai. N-A-I. Merkwürdigerweise, das N, das wir uns hier bei Oxy holen müssen, ist das N im Gegenteilswort, was wegfällt. Dann steht da nur noch A-I. A-I gespiegelt ist I-A. I steht neben J. Also steht da ja, nichts anderes. Man hat uns zusätzlich Buchstaben gegeben, um uns zu verwirren. Da bin ich dann mit, da war ich dann sehr verwundert, als ich in Appenzell war, hatte der Herr Joe Kreisel dort gesprochen
Und der kam dann irgendwann an den Punkt und sagte, das Wort, was wir früher alle für Ich benutzt haben, ist I. Und unabhängig vom Joe Kreisel und über einen ganz anderen Weg, ich bin eigentlich eher einen primitiven Weg gegangen. Der Joe Kreisel, der geht also wirklich da schon viel, viel weiter. Und ich bin trotzdem zu derselben Lösung gekommen, ja, I ist das alte, ist der alte Begriff für Ich. Also da haben wir schon mal ein Wort unserer alten Sprache wiedergefunden. I wird heute nur noch eigentlich im Englischen benutzt. Aber wenn wir uns das mal hier angucken, das französische I, das polnische I, wir brauchen nur überlegen, dass da, wenn das jetzt das J wäre, dann geht das auf I, dann steht da IE. Also sind das eigentlich zwei, ist das eigentlich zweimal dasselbe IE, weil die können ja rutschen, kann ich eins wegnehmen, I. Und ich komme immer wieder auf I, ob ich im Französischen, Polnischen, Deutschen, Englischen oder auch in vielen anderen Sprachen werden wir das wieder finden. Den englischen Zwerg. Okay, den machen wir. Das ist das englische Wort für Zwerg. Dwarf. Wenn ich nur das A schon mal spiegel, habe ich mehr als 50% des deutschen Wortes Zwerg da stehen. Drehe ich das E, steht da schon mal wer. Dann müssten wir weitermachen mit den ersten und den beiden Buchstaben anagrammieren. Dann kommen wir quasi die alte Schreibweise, ich weiß nicht mehr, alte Schreibweisen F und S, fast identisch. Da sehe ich ein zustimmendes Nicken. Ne? Und deswegen können die beiden halt nach den alten Schreibweisen auch getauscht werden, weil die fast zu 100% identisch sind. Es geht um einen ganz kleinen Strich, wo F und S unterschiedlich sind in den alten Schriften. So komme ich nämlich dann auf Schwert. Und wenn ich dieses D jetzt mal nicht zu einem B spiegel, sondern das, den Spiegel unten anlege, dann fällt dieses D um und wird ein Q. Und dieses Q finde ich wieder im Altdeutschen Querch. Das ist der Begriff für Zwerg. Und das wäre dann heute das Hochdeutsche. Da kommen wir wieder dieses polnische S und Z. Da haben wir das, was ich gerade kurz angesprochen habe. Ich glaube nicht ganz gut zu sehen. Ah, ich weiß, warum es nicht gut zu sehen ist. Ich habe diese Sachen auch vorhin bei dem Ater Unser eingekreist und farblich etwas unterlegt, damit ich es schneller finde, weil ich so ein tolles Ding hier noch nicht hatte. Hier drunter versteckt sich jetzt also die Schreibweise, wie A und E zusammengeschrieben wird. Auch hier sehen wir ein altes Schreibschrift A. Auch da steckt das E noch drin und dran. Die beiden hatten wir schon. Da kann man jetzt nochmal schön sehen. Ja, auch zwei Wörter, MN, Nomen. Mir tut das ja auch leid, aber... Ich erspare den Frauen, die heute anwesend sind, auch das, was eigentlich in Frau steckt. Vielleicht können Sie es schon denken. Der zweite Buchstabe ist ein R, ne? Tauschen Sie den mal gegen ein S aus. Ich höre ein Lachen. Wofür F die Abkürzung ist, sage ich Ihnen jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich mir dann mal die Wörter genommen, die wir eigentlich alle als erstes sprechen. Das, womit wir quasi groß werden und das, was unsere ersten Laute sind. Mama, Papa. Und da habe ich dann geguckt, was sagen denn eigentlich die Japaner? Die sagen Aka. Bei Ala wird es schwierig, weil es ein alter Begriff für Mutter. Und das ist der Begriff, den wir damals benutzt haben. Deswegen ist er aus dem Altdeutschen gestrichen worden. Wenn Sie nach Ala suchen, steht da nur noch Fragezeichen. Der ist völlig rausgenommen. Und ich gehe davon aus, genau deswegen, K-L-M-N. Hier sind wir im Türkischen. Ama ist die Amme, die auf die Kinder aufpasst. Und man kann dann den M-Buchstaben doppeln und wir sind sofort bei Mama. Und wenn die dann im türkischen Ana noch weiter runtergehen, nach Asien, dann können die nicht die ganze Zeit die Buchstaben laufen lassen. Dann fangen die irgendwann an irgendeinem Punkt an mit Anagrammierung. Tauschen also nur noch die Buchstaben aus. So wie bei Nana und Nanai. Das sind nämlich die Namen für Mama,
wenn man in, ich glaube, das war Indonesien und das war Indien. Ich hatte letztens in Appenzell eine junge Frau aus Indien dabei. Die saß nur da und war am Nicken. Und ich hatte, mir ist es sogar schon passiert, dass ich jemanden getroffen hatte, der hatte mir gesagt, sein Land. Ich habe kurz überlegt, welchen Bereich war das? Das war da ungefähr so. Dann habe ich den, ich sag, ich weiß nicht, wie es jetzt aufgebaut ist, aber ich kann dir sagen, dass der und der Buchstabe da drin stecken. Dann sagte der, ja, du hast recht. Ja, ich sage, es ergibt sich einfach aus der Logik heraus, weil es immer dasselbe ist. Und dasselbe habe ich dann natürlich auch. Was ist denn mit den Nonna oder Nonni? Da kommt, ja. Ist das auch Mama? Ja. No, zweimal N. Und die beiden Plätze stehen und die beiden Plätze bleiben sogar stehen fürs N. Ja. A und O gibt es auch noch eine Verbindung. Aber da fehlt, um jetzt auf diese ganzen Sachen einzugehen. Es gibt auch A und O, die man tauschen kann, unter bestimmten Voraussetzungen. Dann habe ich mir das gleiche mal mit Ata, also unser altes Wort für Vater. Wenn ich von unser rede, dann sehe ich die Schweizer, die Österreicher, die Deutscher, die Deutschen, die Franzosen, Holländer, Belgier, Dänen, Polen, Tschechen, Russen und alles, was da dran liegt, bis in den Mittleren Osten als ein Volk. Ich weiß nicht, ob wir heute so weit kommen in die Flaggenkunde. Dann können wir unsere alten Farben erkennen. Wir sehen, wer zu unserem Volk gehört. Wir brauchen nur auf die Flaggen zu gucken. Unsere alten rot-weißen Farben. Die Farben rot für Weiblichkeit. Das ist einer unserer alten Glauben. Und dann haben wir bei dem Vater genau dasselbe System wie bei Mutter. Ata aus dem Altdeutschen für Vater. Ata aus dem Türkischen für Vater. Tata aus dem Slawisch-Serbischen. TTDD aus dem Polnischen. Tato aus dem Tschechischen. Jetzt kommt Russland. Wir müssen rückwärts sehen in Russland. Aus Tato wird Otei. Der eine Buchstabe, der gewechselt werden kann. A wird zum E gedreht. T bleibt stehen. O kommt von hinten. Genau wie beim Russischen, beim Griechischen, ist auch beim Russischen die Sache dann mit rückwärts zu bedenken. Und ist es nicht merkwürdig, wenn man sich das griechische und das russische Alphabet anguckt, dass es da eine Ähnlichkeit gibt? Und so kommen wir quasi auch bis nach Japan. Über das Russische, dann wird es nämlich Oto. Und bei Oto ist es vielleicht schon nicht mehr so ganz klar, deswegen machen die Japaner den San hinten dran. Vaters Sohn. Und damit schließt sich der Kreis, wo ich oben angefangen habe, im Nordischen, im Altdeutschen, bei Ata. Weil wie nennt man heute noch in Dänemark und Norwegen und Schweden? Eriksson. Erik sein Sohn. Da greifen wir jetzt quasi beim Heino in den Vortrag ein. Wie denn unsere Namen waren. Mein Name müsste eigentlich heißen Mario, Sohn von Alois aus dem Stamm oder der Familie Prassen. Oh. Alles perfekt. Und diese Regel finden wir auch in neuen Sprachen, wie zum Beispiel das Amerikanische ist ja eigentlich, die amerikanische Sprache ist ja eigentlich eine neue Sprache, auch wenn das jetzt schon ein paar hundert Jahre her ist. Es ist trotzdem eine neue Sprache, weil sie ziemlich zum Schluss sich entwickelt hat. Und dann kommen wir quasi, wenn wir hier sind, T-A-T, D ist derselbe Buchstabe, deswegen sagen die Amerikaner Dad. Auch die Werbeindustrie und die Produkte, die wir konsumieren, gehen dahin, und das, was ich vorhin sagte, führen uns in die alten Sachen wieder zurück. Das Wort Ata ist nämlich folgendermaßen entstanden. Vorne steht das A, was quasi gedoppelt wird als Großes und gedreht wird. Deswegen kommen wir dann auf Fahrt und Vater in letzter Instanz. Und das ist eine Schweizer Firma, Lind. Ich denke mal, Schokolade, Lind geben hier einen Begriff in der Schweiz. Und die haben ein Produkt, das heißt Diva, kann man leider nicht so gut erkennen. Hier geht es dann in das Goldene. Und das ist das V und das ist das A. Und wenn Sie die beiden quasi das eine einmal nur spiegeln, haben Sie exakt dieselben Buchstaben.
Wir haben hier Saturn, die nutzen das, den Strich auch schon gar nicht mehr, so wie es eigentlich auch früher war. Oder wir können die ganze Sache ja auch als Dreieck bei V und A machen. Einige können das lesen, wahrscheinlich die Leute, die jetzt nicht mehr so die Musik hören, die in den Charts läuft, die einen anderen Geschmack haben, werden das wahrscheinlich nicht mehr lesen können. Aber alle jüngeren Menschen können das hier lesen. Viva. Musiksender. Und das ist das, wovon man uns weggebracht hat. Wir waren in der Lage, das hier zu lesen. Das. Aber man hat uns quasi immer weiter davon entfernt. Zusätzlich hat man unser gemeinsames Volk geteilt und denen neue Sprachen gegeben. Nicht gegeben nach dem Motto, ihr dürft die sprechen, wenn ihr wollt. In den Geschichten bin ich ganz, ganz oft auf folgenden Satz gestoßen. Ihnen wurde die alte Sprache verboten unter Todesandrohung. Das heißt, man hat die Schweizer so lange gequält und gefoltert, bis die so gesprochen haben, wie die das wollten. Das hat man auch mit den Österreichern gemacht oder mit den Franzosen. Und wie könnte das und wann könnte das passiert sein? Könige und Herrscher, die nämlich alle miteinander verbunden waren. Und wenn uns einer aus der europäischen Welt als König oder als Prinz bekannt ist und der tut, als wenn er Christ ist, dann tut der nur so. Der ist nämlich verwandt unter anderem mit den Herrschern oder Herrscher, den Schah im Mittleren Osten, der da unten nur nicht Prinz heißt. Obwohl doch, die heißen ja auch Prinzen, aber heißen dann später nicht Könige. Einer der bekanntesten Prinzen, die ich aus dem Orient kenne, ist Osama bin Laden. Er ist Prinz. Obama, Prinz. George W. Bush, Prinz. Fast alle Präsidenten der USA sind Prinzen. Tun aber, als wenn sie aus der bürgerlichen Welt kommen. Und genau das ist denen ihr Trick. Diese Familien arbeiten zusammen. Ob es nun der Kaiser aus China ist, der Schah aus dem Orient oder der Herrscher aus Europa. Die sind blutsverwandt und haben uns gegenüber einen riesen Vorteil, weil die denken nicht nationalistisch. Nicht nationalistisch jetzt im Sinne unserer deutschen Geschichte. Die denken nicht, dass die englische Prinzessin denkt nicht, dass sie Engländerin ist. Das wird nur nach außen getragen. Im Grunde denkt sie, ich bin Herrscherin und ihr seid Untertanen. Ihr dient meiner Familie in allen Ländern. Und deswegen ist es auch so, dass die seit Jahrhunderten und wahrscheinlich noch länger nur untereinander heiraten. Und da diese Inzucht irgendwann zum Problem wird, darf ab und zu mal eine Nicht-Adelige als Blutauffrischung in diese Ehe oder in diese Familie einheiraten. Es gibt eine interessante Geschichte zur Prinzessin Diana. Eine Freundin von ihr hat nach ihrem Tod bei einem Interview gesagt, die Diana hat mir erzählt, dass Prinz Charles nach der Geburt des zweiten Kindes schlagartig jegliches sexuelle Interesse an ihr verloren hatte und sich Camilla zugewandt hat. Mal ganz ehrlich, ich gehe jetzt mal von den Männern aus und einige Frauen würden mich wahrscheinlich auch verstehen. Das ist kein Vergleich. Prinzessin Diana und Camilla. Die möchte ich nicht vergleichen. Da ist die Antwort klar, wenn ein Mann wählen dürfte. Ich frage jetzt auch nicht, um irgendeinen Mann in Verlegenheit zu bringen. Und diese Verdrehung, diese Spiegelung, die finden wir überall. Unsere Kontinente. Afrika, Asien, Amerika, Australien. Nur wir hier in Europa werden mit E geschrieben. Genau das ist der Hinweis, dass man hier in Europa unsere Geschichte völlig verdreht hat. Wenn ich 5 Kontinente habe auf einem Planeten, dann schreibe ich entweder alle mit A oder jeder kriegt einen anderen Namen. Und dieses Europa, ich gehe jetzt mal kurz hier rüber. Ja, genau, ihr seid keine Europäer, ihr seid Schweizer, ne?
Gut, kann ich mir den Teil sparen. Aber trotzdem gehört ihr Schweizer, auch wenn ihr nicht zu Europa gehört, zu den ältesten Volk dieser Welt. Die älteste Kultur und dem ältesten Wissen. Und das steckt im Namen. Wir sind der Uropa. Da mag man jetzt lachen. Aber wir hatten das ja schon, was in den Namen steckt und was da eigentlich hintersteckt. Gerade beim Heino gehört. Wer verdient noch sein Geld? Aber keiner geht mehr arbeiten. Okay, korrekt. Wieder welche befreit. In Deutschland haben wir schon 3 Millionen von der Arbeit befreit. Weil für mich sind das keine Arbeitslosen. Bei dem, was wir an Überschüsse produzieren, wenn man uns in Deutschland das nicht wegnehmen müsste, dann müsste man in Deutschland wahrscheinlich nur noch eine Stunde arbeiten, wenn alle arbeiten gehen würden und alle wären glücklich. Aber man teilt das lieber so auf, dass der Teil, der arbeitet, jedes Jahr Millionen von Überstunden anhäuft, die dann verfallen. Und gleichzeitig lässt man auf der anderen Seite 3 Millionen nicht an Arbeit. Wie will man auch sonst einen Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt haben, wenn man keine Arbeitslosen hat? Also ist das auch künstlich hervorgerufen, um die einen so unter Druck zu setzen, dass sie alle Überstunden schlucken, die der Chef von ihm verlangt, nicht mal anfangen zu fragen, ob sie die ausbezahlt kriegen. Ja? Und die anderen dürfen sich so lange ausruhen, bis die eine Seite Burnout hat. Und dann macht man das andersrum. Auch wieder eine schöne Spiegelung. Da ich aus Essen komme... Ich möchte gern Schweiz entziffern. Schweiz? Scheiß Weiße. Entschuldigung, habe ich das jetzt laut gesagt? Steckt da drin. Was heißt das Schweiz? Schweiz, Scheiß Weiße. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Da müsste ich jetzt quasi auch ein bisschen ausholen. Und zwar, wenn ich jetzt Arier sage, ja, dann meine ich, ich komme aus Deutschland, ich habe das Wort Arier gesagt, ich muss ein Nazi sein. Theoretisch. Aber dass der Hitler dieses Wort einfach nur missbrauchen sollte, damit es nicht mehr benutzt wird, damit wir auch unsere gemeinsame Vergangenheit nicht mehr erkennen. Warum hieß wohl der Glaube, der hier in Europa ausgerottet wurde und auch hier in der Schweiz am Scheiterhaufen gebrannt? Warum nannte man die wohl Kat-Aria? Katarer, Ketzer. Ist die einzigste Religion, der ich noch etwas Glauben schenke. Weil die anderen sind satanistisch. Geht von Ihnen noch einer in die Kirche? Dann denken Sie bitte jetzt an die Worte, die ich Ihnen sage beim nächsten Mal, wenn Sie da sind, was ich Ihnen jetzt sage. Nehmt sein Fleisch und esst, trinkt, nehmt sein Blut und trinkt. Ich kenne dieses Ritual nur aus den Kannibalisten, die ihre Feinde essen, und aus dem Satanismus. Schon interessant, dass unser Papst so auf die Bühne kommt. Satanismus. Und er setzt sich dann auf einen Stuhl, wo ganz offensichtlich das Kreuz als satanisches Kreuz dargestellt wird. Das Kreuz, auf dem der Papst sitzt, hat nicht den Balken oben, sondern unten. Es ist verdreht. Und eigentlich sollte da niemals ein Mann sitzen. Dieser Stuhl gehört Maria von Magdala. Und deswegen musste man sie zu einer Hure machen. Und wie hat man das gemacht? Durch Namensänderung. Man hat aus Maria Magdala Maria Magdalena gemacht. Und Lena kommt aus dem Griechischen und heißt Fackel. Und damit sind wir wieder bei Baphomet, den Teufel. Sie ist verteufelt worden. Diese Fackel, die der auf dem Kopf hat. Botticelli hat das in eins seiner Gemälde super gemalt. Aber das wäre schon, der ist schon eigentlich ein Eingreifen in einem weiteren Vortrag, der sich ausschließlich wahrscheinlich dann mit der Kunst von Da Vinci, Botticelli, Dürer, ich kann jetzt ein bisschen frei reden, Poussin, Teniers beschäftigt. Warum haben die wohl alle religiöse Bilder gemalt? Weil die uns zeigen wollten, dass wir auf einen falschen Weg geführt werden. Und die, bin ich noch da? Ja.
Und die, die eigentlich einen vernünftigen Glauben hatten, Pazifisten waren, Geld abgelehnt haben, unentgeltlich geheilt haben mit Kräutern aus der Natur und Hand auflegen, die, die die Weiblichkeit gleichgesetzt haben, die hat man auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das hat hier nicht hingepasst. Und Sie können mir glauben, wir waren viel, viel mehr als die, die auf den Scheiterhaufen verbrannt sind. Und es ist nur eine ganz einfache Sache, wenn die ersten 20 brennen, dann überlegen Sie sich, ob Sie noch zu dem Katharer-Glauben stehen. Also ist man in ein Dorf gegangen, hat die ersten 20 verbrannt und dann hat man die anderen gefragt, werdet ihr Katholiken? Interessantes Wort, Katholiken. Das ist nämlich das eine Wort Katharer, K-A-T-H, und Koliken. Das doppelte K brauche ich nicht. Gott hat das auch gezeigt. Doppeltes einbauen, doppeltes wegnehmen. Also ist Katholiken im Prinzip nichts anderes als nur ein Wort für Katharer-Arschloch. Katkoliken. Schauen wir mal, was wir noch so haben. Natürlich eine Freimaurerbibel. Da haben wir dann auch den Satz aus der Bibel. Lasst uns ihre Sprache verwirren, damit der eine den anderen nicht mehr verstehen kann. Haben die erfolgreich durchgeführt, ist installiert worden, die Menschen sind programmiert worden, Plan läuft. Jetzt können wir ein bisschen vorspringen. Da habe ich jetzt mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, welche Buchstaben miteinander verbunden sind. U, umgedrehtes N, V, M, W, B, E. Die werden in Sprachen vertauscht, werdet ihr feststellen. Desto mehr man sich damit befasst, desto mehr sieht man, die Sprache haben sie nach den Regeln konstruiert. Da hat man dann nach links rumgedreht oder nach rechts rumgedreht. Wo ich jetzt eigentlich hinspringen wollte, sind quasi, steckt in Goethes Faust die Lösung, wusste er von der Kodierung. Goethe schrieb, auch ich war in Arkadia. Jemand schon mal irgendwo beim Lesen das Wort Arkadia aufgefallen? Es wird uns erzählt, das ist eine Gegend in Griechenland. Goethe war nie in Griechenland. Ich habe gesucht und gesucht und gesucht, ich habe nie einen Hinweis gefunden, dass Goethe mal in Griechenland gewesen ist. Also muss das etwas anderes bedeuten. Auch ich war in Arkadia. Die wirkliche Übersetzung aus dem Lateinischen et in Arkadia ego ist nicht die Übersetzung, sondern auch ich bin Ketzer. Wie Da Vinci einer war. Da Vinci hatte einen Prozess wegen Ketzerei. Und deswegen, um nicht auf den Scheiterhaufen zu enden, haben solche Leute die Symbolik gewählt, um uns ihre Sicht der Wahrheit mitzuteilen. Und Goethe hat das folgendermaßen gemacht, du musst verstehen, aus 1 wird 10. Denken wir gerade an das, was ich im Griechischen gemacht habe, oder mit Lagan, 0,1 gespiegelt ist 10. Aus 1 macht 10. Und 2 lass gehen. Doppelte Buchstaben. Die 2 ist ein Hinweis auf doppelt. Also kann ich einen doppelten Buchstaben wegnehmen. Die 2 lass gehen, den an der zweiten Stelle oder so lass gehen. Dann geht er weiter und 3 macht gleich, so wirst du reich. Kennt einer die 33? Was fällt einem, jemand, der sich mit der Materie der Verschwörungen befasst hat, der weiß sofort, die 33 fällt. Aha, es sind die 33 Grade der Freimaurerei hier gemeint. Und jetzt frage ich Sie mal, kennt irgendeiner einen armen Freimaurer? Gibt's nicht. Die 3 macht gleich zu 33, so wirst du reich. Verlier die 4, der eine Buchstabe, der wegfallen kann. Der vierte Schritt ist dann, lass einen wegfallen. Aus 5 und 6, so sagt die Hex, mach 7 und 8. Das ist genau das, was ich gerade versucht habe mit S auf T, N auf O. Man hat also das, 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ich jetzt alles 1 verschiebe, dann habe ich quasi da 2, 3, 4, 5, 6. So komme ich quasi einen nach hinten. Und genau das ist, aus 5 und 6 macht 7 und 8. Rutsche ein weiter, so wie ich es vorhin im Alphabet gemacht habe. Nur er konnte natürlich keine Buchstaben nehmen, um uns das zu zeigen.
So ist's vollbracht. Und 9 ist 1 und 10 ist keins. Das ist noch ein Hinweis auf das Rückwärtsmachen. Und hier ist es so, 10 ist keins. Deswegen steckt das da drin. Und so haben die das alle versteckt. Alle, die das rausgefunden haben, unter anderem Botticelli, einige Schüler von Da Vinci, der Ticin, Ponier, sind Maler aus Frankreich. Und die mussten es so machen. Weil keiner von denen hätte gerne auf dem Scheiterhaufen gebrannt. Leider kann ich Ihnen jetzt die Geschichte nur von der anderen Seite der Grenze erzählen, die in den Wappen steckt. Bayern, das erste Teilstück von Deutschland, so wie wir es heute kennen, was unter königlicher Kontrolle gekommen ist. Erkennt man daran, dass das, die Farben kommen, glaube ich, jetzt nicht gerade so gut rüber, das ist blau-weiß. Blau-weiß sind die Farben der Königlichen. Ich glaube, bis vor 250 Jahren durften nur Adelige überhaupt blau tragen. Und dann gab es eine Heirat mit Baden-Württemberg. Sie sind also auch verköniglicht worden. Es wurden 3 Söhne geboren. Der Kleinste hat dann über Baden-Württemberg liegt das Saarland, hat im Saarland eingeheiratet. Der Kleinste ist auch nicht so wichtig. Natürlich ist der Thronfolger in dieser Reihenfolge wichtig. Mit der Heirat ist man hier dem Krieg aus dem Weg gegangen. Dieses Wappen zeigt keinen Krieg. Ich kann jetzt mal ganz kurz eben da zu dem Andreas schwenken. Der Andreas hatte mich vor 2 Tagen oder 3 Tagen gefragt, sag mal, kannst du das auch mit den Schweizer Flaggen machen? Ich sage, dafür müsste ich natürlich ein bisschen mehr Informationen haben, aber mach mal auf. Er macht diese Karte auf und ich sage ihm, in dem Gebiet hat es lange Krieg und ist viel Blut geflossen. Und er sagt, ja klar, stimmt. Welcher Bereich war das? Jura. Im Jura-Bereich. Kanton, weiß ich nicht, was das ist. Anhand der Flagge, anhand des Wappens, das sie da benutzen, konnte ich sehen, dass dort viel Krieg und Blut vergossen, also viel Krieg geführt wurde und viel Blut vergossen wurde, weil es im Wappen steht. So hat das Saarland quasi dann auch den Weg des friedlichen Übernahme gewählt durch Heirat. Und weil die sich nicht gewehrt haben, durften die auch ihre alten Farben benutzen. Rot und Weiß. Dann wird, ich weiß nicht, ich denke mal, das war ein Sohn, der wird eine Tochter geheiratet haben. Von hier gibt es eine Verbindung. Die haben sich auch gleich verköniglichen lassen. Das ist dann Rheinland-Pfalz, ist an den großen König gefallen, weil der große König darf oben eine Krone drauf machen. Der Thronfolger darf die Krone groß oben auf dem Wappen sichtbar machen. Der mittlere darf die Krone höchstens klein benutzen, darf aber Sterne benutzen. Und der kleine, den hat man dann das Saarland gegeben und hat gesagt, so, du bist im Saarland, für dich ist eh nichts. Erstens kommt erstmal der Thronfolger, sollte dem was passieren, der zweite, aber dafür wurde immer genug aufgepasst, dass das nicht passiert. So, und so finden wir quasi bis zur Mitte von Deutschland Blau in den Wappen. Im Norden gibt es kein Blau in den Wappen. Und jetzt hatte der Andreas, nachdem ich bei ihm gewesen bin, sich mal die Mühe gemacht, und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, weil ich hatte an den Weg noch gar nicht gedacht, er hat das mal für Frankreich, für die Schweiz und für Italien gemacht. Und dabei ist dann ganz was Interessantes rausgekommen. In allen Ländern ist das Blaue zusammengeklumpt. Hier in der Schweiz, wenn man auf die Karte kommt, ist es im Osten. Alle Wappen mit Blau sind im Osten. In Frankreich sind sie im Süden und in Italien sind sie auch im Süden. Das ist das Prinzip, sobald ich 51%, das Aktienprinzip, sobald ich 51% habe, brauche ich nichts mehr machen. Warum soll ich 100% davon beherrschen oder besitzen, wenn ich doch nur 51% an Kapital rausgeben muss, um über die 100% zu herrschen? Dieses Schema ist eigentlich in dem Gemälde die freie Kunst, die 7 freien Künste.
verarbeitet worden. Da ist quasi der Plan drin, wie man reagiert. Besitze selber immer 51% und aus den restlichen 49% schaffe wenigstens zwei Parteien. Die kann man gut gegeneinander ausspielen. Und so haben wir dann in Italien, in Frankreich, in der Schweiz und in Deutschland, dank dem Andreas, schon nachgewiesen, dass es genau das ist, was wir in den Wappen sehen. Die Hälfte gehört den Königlichen, der Rest, der dazugehört, hat einfach zu gehorchen. Wir leben ja alle in einer Demokratie. Und wenn ich 51% besitze oder beherrsche, dann bin ich die Demokratie. Und wir hatten vorhin schon Namen. Ich hatte vorhin schon die Schweiz, Katarer, Katholiken. Jesus. Sus ist der Oberbegriff für Schwein aus dem Lateinischen. Und je hatte ich gerade gezeigt aus dem Französischen. Ja, ich, Schwein, Christus. Genau deswegen hat man den auch gejagt. Es war eine Jagd. Und als man seine Beute erlegt hatte, hat man genau das gemacht, was ein Jäger macht. Auf Holz genagelt und an eine Wand gehangen. Und wenn ein Jagdkollege kommt, dann sagt er, guck mal, war das nicht ein schöner Zwölfender? Warum sollte der denn Schwein genannt werden? In der Bibel gibt es einen kleinen Hinweis, die Gelehrten streiten sich, er war Jude. Und er hat sich durch die Fußwaschung von Maria umtaufen lassen. Was uns als Pflege verkauft wird, weil es eine Frau gemacht hat, ja, wird uns später bei Jesus als Aufnahmeritual in seine Jüngerschaft verkauft. Und wissen Sie, was das Interessante ist? Das, was in dem Wort Maria steckt. Nehmen Sie mal das M weg. Jesus hat eine Todsünde begangen. Er hat sich von einer Aria bekehren lassen. Und wenn wir überlegen, wer uns die Bibel gegeben hat, dann wird auch ganz klar, warum die sind Verräter. Eins der gängigen Wörter für Verräter ist Verräterschwein. Und dieser Verräterschwein soll es auch gefälligst im Namen tragen. Schwein, lateinisch Sus, ich davor, aus dem Französischen, Jesus. Und wenn wir uns das Wort Magdala anschauen, Maria von Magdala, dann wird es erst richtig interessant. Wo könnte denn das Wort Magd herkommen? Aus Israel? Magd. Kennen wir alle noch. Wir brauchen nur ein altes Buch aufschlagen. Ja, Magd ist ein deutsches Wort. Und Ala ist ein deutsches Wort. Obwohl es dieses Deutsch nicht gibt. Auch die Schweiz gibt es nicht. Und Österreich, ja, für euch gibt es die Schweiz. Die gibt es nicht. Die sind erzwungen worden, konstruiert worden, über Generationen einprogrammiert worden, dass ihr Schweizer seid, dass wir Deutsche sind und dass sie auf der anderen Seite Österreicher sind. Aber bleiben wir bei dem Wort Magdala. Magdala ist der Geburtsort von Maria. Also wäre mein richtiger Name, wenn ich den richtig ausdrücken wollte heute, weil ich in Essen geboren wurde, eigentlich Mario aus Essen, Sohn von Alois, aus dem Stamm oder der Familie Prassen. Und genau so wurden die ja auch genannt. Er ist Jesus von Nazareth, Maria von Magdala, Mario von Essen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das doch deutsche Wörter sind, wieso ist mir eigentlich nie aufgefallen und warum habe ich niemals hinterfragt, warum hat er denn am Ölberg gepredigt? Das ist natürlich auch ein absolut hebräisches oder jüdisches oder israelisches Wort. Ölberg gegenüber vom Sion. Da hat gerade eine Schweizerin was gemerkt.
Ja. Wenn nämlich die Frau Maria von Magdala gar nicht da unten geboren wurde, sondern in Deutschland, dann müssten wir ja einen Hinweis darauf finden. Das Stadtwappen von Magdala in Sachsen. Man kann Maria in der Bedeutung übersetzen, von Göttern gesandt. Es gibt in der deutschen Stadt Magdala drei Stadtteile. Die anderen beiden kann ich Ihnen nicht sagen, die habe ich wieder vergessen, aber einen habe ich mir gemerkt. Der heißt nämlich Göttern. Von Göttern gesandt. Dieser Zufall, dass ausgerechnet in dem Dorf Magdala, wo man Maria übersetzen in der Bedeutung kann, von Göttern Gesandte, ja, dass dort ein Stadtteil Göttern heißt. Ich habe in ganz Deutschland gesucht, ich habe in keiner Stadt denselben Namen nochmal gefunden. Wobei ich das bei anderen, zum Beispiel Altendorf, gibt es in mehreren Städten diese Stadtteile. Aber ich habe keinen anderen Stadtteil in Deutschland gefunden, der Göttern genannt wird. Und das fand ich dann natürlich ziemlich merkwürdig und ziemlich komisch, weil ich dann zum Beispiel so Sätze gelesen habe in der Bibel. Abraham ging nach Gera. Auch hebräisch. Kennt einer die Stadt Gera im Osten? Erfurt, Gera, Schwerin. Abraham ging nach Gera. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Der ist da unten in Israel losgelaufen? Jemanden besuchen? Nee. Und so ist mir irgendwann, ich hoffe, ich finde die Karte jetzt. Nein. Warte. Vielleicht einmal kurz klein machen. Haben wir hier Karten? Naja, kann ich auch erzählen. Ich habe die Karte auch nicht mit, sonst würde ich rumgehen lassen. In Appenzell habe ich sie rumgehen lassen. Ich habe eine Karte aus dem 15. Jahrhundert gefunden und habe mir dann irgendwann mal gedacht, okay, du akzeptierst jetzt einfach, dass er nicht in Israel gepredigt hat, am Ölberg gegenüber vom Sion, und dass die Frau Maria von Magdala nicht in Israel oder da unten geboren wurde. Du setzt das jetzt mal alles hier bei uns hin in Mitteleuropa. Und dann habe ich angefangen, Karten zu suchen, und ich habe tatsächlich eine Karte gefunden, wo im 15. Jahrhundert der Ort Bethlehem eingetragen ist. Und dann habe ich mir das Wort Bethlehem angeguckt und habe gedacht, ach du Scheiße, wie blind man doch ist. Bethlehem heißt nichts anderes wie Bettenheim. Bettle sagen wir heute noch in manchen Gegenden im deutschsprachigen Raum. Ab, nur aber ins Bettle. Und du, junger Mann, du gehst noch heim. Bettenheim. Und Bettenheim ist nichts anderes wie ein altes Wort für Gasthaus. Ein Gasthaus nimmt einen Gast auf. Ich nehme einen Gast in meinem Haus. Also gebe ich ihm auch ein Bett. Wenn ich einen Gast aufnehme in meinem Haus, dann kriegt er auch ein Bett. Also ist Gasthaus nichts anderes wie Bethlehem und Bettenheim. Und wo gehen die beiden hin in die Bibel? Zu einem Gasthaus und fragen, ist noch ein Bett frei? Nee, ihr müsst in den Stall. Und dieses habe ich merkwürdigerweise in Nordrhein-Westfalen gefunden. Ich bin dann dorthin gefahren, weil der glückliche Zustand wollte das, oder Umstand, der glückliche Umstand wollte das, dass ich nur 30 Kilometer fahren musste nach Bethlehem. Ich war in Bethlehem. Und dann habe ich mit der Frau da gesprochen und habe festgestellt, ah ja, die Gaststätte hier, die hieß früher Bethlehem. Ich sage, oh, was war das denn? Oh, sagt sie, wir können Ihnen eine, die war über 90, die Frau, ich kann Ihnen eine Chronik hier zum Einblick geben. Die ist 650 Jahre alt. Aber das Gasthaus besteht schon länger. Okay, und dann habe ich da ein bisschen rumgeblättert, habe auch nichts wirklich dann Entscheidendes da drin gefunden. Merkwürdig wurde es dann, als die Frau erwähnte, ach wissen Sie, meine Urgroßmutter, die hat uns früher, uns Kindern,
immer abends noch eine Geschichte erzählt. Und da ich mittlerweile mich für Märchen, Geschichten, Sagen, Mythologien und sowas interessiere, habe ich natürlich dann sofort nachgefragt, kann ich die vielleicht, ja, sagt sie, die hat mir davon erzählt, dass hier, hinter Bethlehem, ungefähr 800, 900 Meter dahinter, die Stadt Jerusalem begonnen hat. Steht heute ein Kernkraftwerk drauf, da buddelt keiner mehr. Also ich fand es merkwürdig. Und wir haben also jetzt ein Dorf, ich erkläre Ihnen eigentlich so meinen Weg. Ich hatte jetzt also ein Dorf, was in der Bibel steht und Magdala heißt, was ich in Deutschland habe. Ich hatte jetzt einen Ort, der Bethlehem genannt wurde, mit einem Gasthaus gleichgesetzt wurde, der auch in Deutschland stand. Ich habe den Sionberg, den Ölberg, der im schweizerischen Bereich stand, wo auch quasi Deutsch noch gesprochen wird. Schweizerdeutsch oder ne? Der deutschsprachige Teil der Schweiz auch genannt. Ich hatte mir gedacht, ziemlich viele Zufälle. Dann gab es ein altes Buch im Zusammenhang mit diesen Ketzern, mit den Katharern. Da steht drin, Maria und Josef und die Kinder haben in Frankreich gelebt. Der Mann hieß aber nicht Jesus, der hieß Radomir. Der hat die Händler aus dem Tempel getrieben in Paris. Die Pharisäer. Und wo kam der dann her? Dieses Gebiet der Katharer, was uns heute als Hochburg der Katharer verkauft wird in Frankreich, ist Gallien. Galiläa und Pharisäer ist eine kleine Umwandlung von Gallien und Pariser. Und so habe ich dann geguckt und habe mir gedacht, okay, wenn die das alles, wenn Wappen Dokumente sind, und nicht nur irgendwelche Stofffetzen, wo sich einer überlegt hat, ey, ich finde grün gut, ich finde rot gut und blau passt dazu. Wenn das nicht passiert ist, dann müssen uns diese Wappen eigentlich ja auch einen Hinweis geben. Ha, jetzt kommt mein Problem mit der Technik. Technik, ah, doch, nee, das dürfte sein, ja. Und zwar will ich jetzt nochmal eben auf die Wappen von Deutschland zurück. Die zwei Wappen, die ich nicht gerade erläutert habe. Und zwar Jesus, der Mann, oder vielmehr Radomir, der Mann von Maria, soll in Nordrhein-Westfalen geboren sein. In der Symbolik kann das der Mann als weißer Fluss durch den Samen dargestellt werden. Die Stadt Bethlehem habe ich in NRW gefunden. Und die Frau wird als Honig bezeichnet. Das ist in der Verbindung mit der Feuchtigkeit. Der Honig fließt. Magdala liegt in der Stadt. Kann man von den Farben vielleicht nicht so erkennen. Ich erkläre mal. Schwarz, gelb, schwarz, gelb, schwarz, gelb, schwarz, gelb, schwarz, gelb. Aber das Interessante an den beiden Wappen ist, nur das Wappen Nordrhein-Westfalen und das Wappen in Sachsen weisen als einzige Wappen in ganz Deutschland eine grüne Farbe auf. Die beiden sind in Verbindung. Maria, die auch die Rose genannt wurde, haben wir in Nordrhein-Westfalen bekommen. Deswegen ist diese Blume, diese Rose, auch auf dem Wappen von Nordrhein-Westfalen. Und Sachsen hat dafür das Grün aus Nordrhein-Westfalen als Krone bekommen. Dass dieses Wappen auf Honig hinweist, können wir, ich glaube, daraus erschließen, wenn wir uns die Geschichte von, vielleicht ist das ein oder ein anderen, Beowulf. Ist eine Legende, eine angelsächsische Legende, eine Sachsen-Legende also. Und Beowulf aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt heißt Bienenwolf. Deswegen ist die Biene auf dem Wappen. Und der letzte Katharer, der auf dem Scheiterhaufen gebrannt hat, hat während das Feuer loderte eine Prophezeiung in den Himmel gesprochen.
In 700 Jahren wird der Lorbeer wieder grünen. Es wird ein Essener sein. Der Katharer spricht von einem Essener. Bethlehem liegt 30 Kilometer von Essen entfernt. Katharier sind ausschließlich in Europa und haben hier quasi eine riesen Glaubensgemeinschaft gehabt. Unsere Geschichte steht überall, aber man verspiegelt sie. Die Geschichte ist komplett nach Israel gespiegelt worden. Alles hat hier gespielt. Was meint ihr eigentlich, warum in der Schweiz an jeder Ecke Maria verehrt wird? Weil ihr Mann hier in der Schweiz gepredigt hat. Und daraus sind die Reinen entstanden. Der Name der Katharer. Und woher kommt der Name? Wir haben doch den Rhein hier. Die Reinen. Die Quelle des Rheins liegt in der Schweiz. Wer die Quelle beherrscht, beherrscht alles. Die Alben zum Beispiel, um da jetzt mal wieder kurz zurückzugehen zu den Asen und Arion und Alben, oben im Norden von Europa, die hießen Alben, weil die an der Elbe gewohnt haben. Deswegen kommt auch dieser Begriff Alben, Elben, Elfen. Der Alb ist alles quasi da oben anzusiedeln. Wir sind nach unseren Orten benannt worden. Ich, Mario von Essen, Maria von Magdala. Und genauso hat man diese Völker benannt. Das waren die Alben. Aus den Alben sind auch Albinos dann nachher später benannt worden. Polnische, nordische Gebiet. Wie sehen die meisten Menschen da aus? Haare? Blond. Hautfarbe? Hell. Keine Angst, ich will nicht die Rassenkunde, die Hitler vertreten hat. Es ist nur die Symbolik, die die Arischen, die Alben so darstellt. Hitler und ein bisschen vorher hat man angefangen, das in einen Rassendings zu zwingen. Ein Schwarzafrikaner kann genauso viel Arier sein. Fahren Sie mal in den Iran. Gehen Sie über die Straße im Iran und fragen die Menschen dort, welche Rasse gehört hier an? Dann sagt Ihnen der Iraner, ich bin Arier. Denn der Name Iran bedeutet Land der Arier. Und deswegen hat Hitler da unten auch keinen Krieg geführt. Der hat die Türken gefragt, ob er da durchgehen kann, um den Russen in die Flanke zu fallen. Und die Türken haben gesagt, nein, und Hitler hat gesagt, okay. Aber um da jetzt nicht weiter abzuschweifen, wieder zurückzukommen. Wir haben ganz, ganz merkwürdige Sachen in der Bibel stehen, die ich Ihnen heute versucht habe. Ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir noch? Was? Aus! Ich höre hier vorne aus den ersten Reihen schon, aus, das Spiel ist aus! Wir sind nicht in Bern. Was? Es ist jetzt 20 nach 5. Der Vortrag geht jetzt eineinhalb Stunden noch. Ja, dann erzähle ich noch, weil wir gerade das Bern angesprochen haben. Das Wunder von Bern, das ist ein Begriff, jung und alt, ja? Es war ein Wunder. Es war ein Wunder, dass die Deutschen Weltmeister wurden. Ja, das war ein Wunder. Pass auf. Kennt ihr das DFB-Zeichen? Diese Dreiecke? Schon mal gesehen bestimmt, ne? Deutscher Fußballbund. Wenn ich ein ganzes Volk verhöhnen will, was den Krieg verloren hat, dann suche ich mir zum Beispiel ein Symbol, das da heißt, Krieger, der im Kampf gefallen ist. Gib dieses Symbol der deutschen Mannschaft, manipulier den Fußball. Wir wissen mittlerweile, wie lange der Fußball schon manipuliert wird, so nach dem Motto, die Deutschen müssen Weltmeister werden. Gib denen vorher das Logo, Krieger, der im Kampf gefallen ist. Lass die Weltmeister werden, weil die brauchen ein bisschen Motivation nach dem Krieg. Die haben ein bisschen was aufzubauen. Die müssen mal wieder glauben, dass sie wer sind. Das Wunder von Bern war nichts anderes als eine Manipulation, um dem deutschen Volk A, mit Hohn ins Gesicht zu schlagen und B,
um daraus auch noch eine Motivation für das Volk zu ziehen, den Wiederaufbau anzupacken. Und deswegen heißt diese Rune, die das DFB-Logo quasi trägt, nichts anderes wie Krieger, der im Kampf gefallen ist. Und deswegen gebe ich Ihnen jetzt hier auf den Rat, man hat mir gesagt, so anderthalb Stunden, dann gebe ich Ihnen den Rat, nehmen Sie öfters mal den Spiegel. Wenn Ihnen jemand was erzählt in den Medien, wenn Sie Geschichten lesen, einfach mal überlegen, was dahinter steckt. Und Sie werden eine völlig andere Geschichte lesen, als das, was wir in der Schule gelernt haben, als das, was unsere Eltern geglaubt haben. Weil es einfach nicht so ist. Und uns als Volk, das Volk, was sich zwischen dem Ural, den Pyrenäen und den Alpen ausgemacht hat, wir sind das Zündlein an der Waage für die Menschheit. Und da hieß es quasi, teile und herrsche, sonst kannst du die nicht besiegen. Und das ist mit uns passiert. Und wir denken heute, ja, ich bin Schweizer, mir geht's gut, ich habe 5000 Euro. Ja und? Verarschen euch doch eh nur. Dafür nehmen sie euch für ein Brot 10 Euro ab. Da hat man nicht mehr. Nur im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern habt ihr mehr. Aber auch nur auf dem Papier. Weil hintenrum nehmen sie euch das alles wieder ab mit erhöhten Preisen. Es gibt keinen Grund, einen Ziegelstein hier zum Bauen in der Schweiz für das 5- oder 6-fache bei selben Produktionskosten dem Schweizer Volk zu verkaufen. Wo man eigentlich nur über die Grenze springen muss und dann zahlt man nur 50 Cent und geht man in die Schweiz, zahlt man 3,50 für einen Stein. Ja, ihr habt's doch. Ja, aber dann ihr mehr bezahlen müsst, ihr habt's doch, ihr kriegt doch genug. Das möchte ich jetzt noch loswerden, das ist Schweigegeld. Alle Verbrecher lagern ihre Goldreserven und Geldreserven in der Schweiz. Und damit das Schweizer Volk nicht mal irgendwann auf die Idee kommt, die Macht wirklich an sich zu nehmen, gibt man euch viel Lohn. Guckt, wir machen alles richtig hier in der Schweiz. Guckt mal, was die anderen kriegen. Der Deutsche kriegt für die gleiche Arbeit, wo der Schweizer 5000 kriegt, 1700. Arbeitet der Deutsche schlechter? Nein, der macht die gleiche Arbeit, aber der kriegt nur 1700. Und das ist so, hat man dann schon mal 50% der Schweizer ruhig gestellt, weil im Vergleich zu den anderen Ländern sind wir wer. Wir kriegen vernünftige Löhne, ja, ihr zahlt auch vernünftige Preise. Ich kann euch auch 10.000 Euro geben als Mindestlohn, dann kostet die Wohnung halt 3.000 Euro, 40 Quadratmeter. Das ist ein Spiel, was wir niemals gewinnen können, solange wir in Grenzen, Religionen oder Hautfarbe denken. Und ich danke Ihnen, dass Sie mir die Zeit heute gegeben haben und mir zugehört haben. Danke. Spinnereien infiziert. Der arme Junge musste sich das 8 Stunden anhören. Also Sie sind heute noch gut weggekommen, das will ich noch mal eben erwähnen. Und es ist leider so, dass man fast 12 Stunden benötigt, um die gesamte Farbsymbolik, die Symbolik, die auf den Wappen benutzt wird, die Symbolik, die wir heute überall vorgezeigt bekommen, auf Firmenlogos und den dahinter stehenden Energiefluss, was eigentlich dieses Symbol für uns bedeutet. Da gehe ich doch noch mal einmal ganz, das geht echt nur 30 Sekunden, kannst du auch auslassen. Ja, ist auch schön. Man hat uns zum Beispiel die Symbolik verdreht, ganz einfach hat man das gemacht. Wer war schon mal auf eine Friedensdemonstration und hat das Peace-Zeichen hochgehalten? Auch keiner. Arbeiten tut hier keiner, demonstrieren geht hier keiner in die Schweiz. Ihr seid richtig schöne, brave Schweizer Bürger. Dieses Peace-Zeichen ist eine Kriegsrune. Das heißt, wenn die Menschen auf der Straße gehen und dieses Peace-Zeichen hochhalten und sagen, wir fordern Frieden, fordern die Krieg in der Symbolik. Und das ganz Bekloppte ist, die Nazis in Deutschland, die Swastika, kennt ihr die alle? Ja, die Swastika, die schwenken das Symbol für Frieden. Man hat das quasi auch gespiegelt.
denen, die Frieden wollen, den gibt man die Kriegsrune. In den 68er Jahren, kurz vor den 68er Jahren, von der Musikindustrie eingeführt als Friedenssymbol. Die sind also hingegangen, haben sich in der Vergangenheit die Kriegsrune genommen und haben gesagt, jetzt machen wir die Hippies zu Kriegsaktivisten. Hier, das ist euer Friedenssymbol. Juhu, wir haben ein Friedenssymbol. Und damit wir nie wieder das Friedenssymbol schwenken, die Swastika, deswegen haben wir Deutschen den Hitler bekommen. Weil das musste zerstört werden. Das Friedenssymbol darf nicht mehr über diese Welt gezeigt werden. Unten in Indien kann man keine 10 Meter laufen, ohne die Swastika zu sehen. Und sie steht da unten für Glück, Frieden und Liebe. Wie sieht die aus? Das Hakenkreuz. Man hat quasi, normalerweise müssten die Nazis das Peace-Zeichen schwenken, dann hätten die quasi negative Einstellung mit negative Symbolik. Wäre okay, dann kann man die klar zuordnen. Und die Leute, die auf die Friedensdemo gehen, die müssten das Hakenkreuz schwenken. Alles gespiegelt. Und deswegen gehen heute so viele Menschen zum Psychiater, weil die instinktiv spüren, hier stimmt was nicht. Irgendwie ist das alles merkwürdig, ich weiß nicht mehr weiter, mein Gefühl sagt mir was anderes, aber die Gesellschaft sagt mir, nee, das ist nicht so, du irrst dich. Guck mal, du bist alleine. Du kannst gar nicht recht haben mit der Einstellung. Die Masse denkt doch was anderes. Ja, jetzt mache ich aber wirklich Schluss. Komm. Das Wort Frau möchte ich gerne noch... Fixau. Wie bitte? Wie? Im Prinzip ist das F steht für das F steht für den sechsten Buchstabe. Es heißt eigentlich Sexsau. Sie verdienen noch Geld. V ist das hebräische Zeichen für Sechs. Sie erdienen. Sie verdienen gar nichts. Sie erdienen ihr Geld. Sie sind Diener. Und deswegen V. Er dienen heißt nichts anderes wie Sechser dienen. Die 666, wo Heino vorhin dran angeschlossen hat, the number of the beast, die Nummer vom Biest. Wir dienen, wir arbeiten für die Sechser und deswegen heißt das auch fair erdienen. Nehmen Sie das fair weg, teilen Sie die beiden letzten Wörter, steht da erdienen. Ich erdiene mir mein Geld. Genau wie früher. Wir sind quasi nur in einer modernen Sklaverei geführt worden mit begrifflichen Veränderungen, damit wir es wirklich nicht mehr checken. Wenn wir das alles verstehen, was wir hier gehört haben, ich finde das wunderbar, dass wir da dahinter sehen können. Aber was können wir machen? Was können wir ändern, damit das Ganze... Das muss sich aus dem Vertrag ergeben, weil ich will Ihnen nicht den Weg der Selbsterkenntnis verbauen. Weil das ist der einzige Weg, die Selbsterkenntnis. Weil alles andere wäre wieder nur manipuliert. Aber einzelne Leute, nur einzelne aber Leute... Ich sage Ihnen das jetzt im Geheimen. Es geht darum, beschäftigen Sie sich mal mit den Katharern. Die weibliche Energie ist die göttliche Energie. Die männliche, alle Religionen locken mit Sonne und Vater. Alle satanistische Religionen. Deswegen hat Da Vinci die Mona Lisa gemalt. Ist nämlich eine Anagrammierung von Moon is Allah. Mond ist Mutter. Der weiblichen Energie, den Mond sollten wir uns zuwenden und nicht in Pillemännern beten gehen. Der Obelisk ist das Symbol für den Phallus, wir kommen jetzt in die Symbolik, für das Phallus. Deswegen gucken Sie sich mal einen Kirchturm an. Und hinten, wo wir als Gläubige drin knien, das ist der Sack. Die männliche Dominanz, überall durchs Dreieck angezeigt, das ist nämlich nichts anderes wie der Pellkopf. Und die männliche Dominanz wird uns schon in Ägypten aufs Auge gedrückt. Hier regiert die Männlichkeit, macht uns Pellköpfe in den Wüsten. Diese Pyramiden, die wir alle so bewundern, ist nichts anderes als ein Phallus-Symbol und zeigt aller Welt und wahrscheinlich dem ganzen Kosmos, hier herrscht das Männliche, das auch das Zeichen für Feuer ist, was für Zerstörung und Krieg steht. Und jetzt vergleichen Sie das einfach mit der Situation, in der wir uns jetzt so langsam hineinbewegen. 2 Monate bevor der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, haben 80% der Deutschen bei einer Umfrage noch gesagt, es gibt keinen Krieg. Ja. Wie jetzt? Dankeschön. Nicht zu danken. Ich habe euch zu danken, dass jemand sich die Zeit nimmt und ihr mir die Aufmerksamkeit gibt, weil die Energie folgt der Aufmerksamkeit und wenn ihr aufmerksam seid, bekomme ich von euch viel mehr, als ich euch geben kann.
Und in diesem Sinne gehe ich mir jetzt eine Zigarette rauchen. Kann mir einer die Dinger abnehmen? Ah, da bist du.